Hallo. Unser heutiges Thema ist Mau Heymans, ein niederländischer Texter und Zeichner von Disney Comics. Ja, er und sein älterer Bruder Bas Heymans gehören zu den produktivsten und bekanntesten Disney-Zeichnern ihres Landes. Ja, was heißt das jetzt? Also die bekanntesten Disney-Zeichner Hollands. Ich meine, das ist ja gut. Das ist, ich meine, hey, das ist ja, das ist ungefähr, weißt, wenn ich an den Nordpol ziehe und dort Kühlschränke verkaufe, dann bin ich auch der bekannteste Kühlschrankverkäufer der Arktis. Ja, und hier steht also Vorbilder von diesem Mau Heymans war zum Beispiel Karl Barks. Karl Barks hat ja Donald Duck gezeichnet und ich glaube auch erfunden. Aber ich muss ja sagen, ich mag Donald Duck eigentlich gar nicht so richtig. Ja, das finde ich auch. Also ich mag zum Beispiel Daffy Duck, mag ich viel lieber als Donald Duck. Dieser taugt mir gar nicht. Daffy Duck ist viel cooler. Und auch Bugs Bunny mag ich viel lieber als Mickey Mouse. Ja, also mir waren auch diese Warner Comics waren mir immer viel sympathischer als die Disney Comics. Ist ja das gleiche für Kim Jong-il, hier diesen Typen in Nordkorea. Der hat ja die größte Daffy Duck Sammlung der Welt. Ja, ist ziemlich cool. Der sagt halt auch, Disney, man sagt ja Walt Disney nach, dass er böse ist. Manche sagen, Walt Disney ist der Teufel. Und kann sich ein gottgleicher nordkoreanischer Diktator irren? Wir sagen, nein.